An der Bezirksgrenze zwischen 18. und 19. Wiener Gemeindebezirk findet man einen besonders herausstechenden Stadtteil, den es in seiner Größe kein zweites Mal gibt. Das Cottage-Viertel. Es handelt sich dabei um eine aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammende Villensiedlung. Trotz dem englischen Namen Cottage wird diese nach alter Wiener Aussprache auch teilweise bis heute noch in einem pseudo-französischen Ton Cottage genannt. Die Geschichte des wunderschönen Stadtquartiers hat seinen Ursprung im Jahr 1860, als der Architekt Heinrich von Ferstel und der Kunsthistoriker Rudolf von Eitelberger begannen, die Cottage-Bewegung aus England nach Wien zu bringen. Dies geschah zunächst durch die Veröffentlichung ihrer Schrift Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus. Die beiden kritisierten die teuren und großen Zinspaläste, welche zur damaligen Zeit quasi überall in Wien aus dem Boden wuchsen. Ihre Gegenbewegung propagierte eine deutlich aufgelockertere Stadtbebauung aus viel kleineren Ein- und Zweifamilienhäusern als Wohnform für das Bürgertum. 1872 gründete schließlich Edmund Karl gemeinsam mit Heinrich von Ferstel den Wiener Cottage-Verein, von dem letzterer auch bis zu seinem Tod Obmann und Ehrenpräsident blieb. In der ersten Bauphase 1873 bis 1874 wurde erst ein kleines Areal im unverbauten Land zwischen den damals noch eigenständigen Orten Währing und Döbling in Angriff genommen. Auf dem ausgewiesenen Gebiet zwischen Sternwartestraße, Gymnasiumstraße, Heitzingergasse und Cottagegasse wurden erst 50 Häuser in offener und gekoppelter Bauweise nach den Entwürfen von Karl Ritter von Burkowski errichtet. In späterer Zeit vergrößerte sich das Viertel um ein Vielfaches. Insgesamt erbaute der Verein über 350 Häuser. Das Gebiet wird heute von der Verbauung an der Grottenbachstraße im Norden bis zur Universität für Bodenkultur im Nordwesten, dem Türkenschanzpark sowie dem Sternwartepark im Westen, der Heitzingergasse im Süden und der Gymnasiumstraße im Osten begrenzt. Das gesamte Nettobauland kommt so auf ordentliche 84 Hektar, auf dem derzeit etwa 6000 Personen wohnen. Damit ergibt sich eine Dichte von ca. 7000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Das ist für einen nahe dem Gürtel gelegenen Stadtteil eine erstaunlich geringe Zahl. Durch die offene Bauweise verfügen die Grundstücke über eigene Gärten. Zudem ist hier nahezu jeder Straßenzug mit Baumreihen versehen. Dadurch entsteht das typisch idyllische Bild des Cottage-Viertels. Der Name stammt übrigens von den englischen Landhäusern, die Cottage genannt werden, von denen die Villen ursprünglich inspiriert waren. Dieser Einfluss erklärt auch den häufigen Einsatz von Backsteinfassaden und diverser ländlicher Bauelemente. Die ersten Bauten wurden noch in einem simplen gotischen Stil auf relativ geringer Grundfläche errichtet. Als das Konzept dann jedoch zunehmend an Beliebtheit gewann und die Grundstückspreise stiegen, fanden sich immer mehr und immer wohlhabendere Bauherren, die ihren Reichtum auch zur Schau stellen wollten. Zur Folge wurden die Gebäude immer repräsentativer und größer. Nach der Übernahme der Bauleitung durch Hermann Müller breitete sich auch das Angebot der architektonischen Gestaltung auf den französischen und italienischen Stil aus. Neben Wohnbauten wurde das Cottage-Viertel auch Standort für weitere Gebäude. Das Döblinger Gymnasium, das Cottage-Sanatorium und die Universitätssternwarte sind nur einige erwähnenswerte. Letztere steht in einem für sie angelegten dicht bewaldeten Park und wird bis heute vom Institut für Astronomie der Universität Wien betrieben. Das 1874 bis 1879 errichtete Observatorium ist die erste Universitätssternwarte im deutschsprachigen Raum mit dem damals größten Linsenfernrohr. Heute noch gilt das gesamte Gebäude mit seinen vier Kuppeln als größte geschlossene Sternwarte der Welt und ist der Längenbezugspunkt Österreichs. Die vornehme Gegend lockte natürlich auch einige prominente Persönlichkeiten an, unter anderem die Schriftsteller Arthur Schnitzler, Theodor Herzl und Felix Salten, der Architekt Hubert Gessner, der Komponist Emmerich Karl Mahn, der Dirigent Karl Böhm oder auch Erzherzog Otto. Auch heute noch ist der Stadtteil einer der teuersten und nobelsten Wohngegenden in Wien, weswegen sich hier auch eine große Anzahl an Botschaften, wie zum Beispiel jene von Kanada, Indonesien, Marokko oder Korea, niedergelassen haben. Das Währinger und Döblinger Cottage-Viertel konnte sich zwar nicht als Wohnbaureform großflächig durchsetzen,
Seine Beliebtheit führte aber durchaus zu Nachahmungen durch weitere Cottage-Vierteln in Gersthof, Hitzing, Leins oder auch Hütteldorf. Zur Sicherung des Bestandes und Erhaltung der Wohnqualität wurde ein eigenes Cottage-Servitut eingeführt, welches die Bewohner verpflichtet, keine willkürlichen baulichen Änderungen durchzuführen. Das gesamte Gebiet befindet sich auch in einer Schutzzone und viele Bauten stehen unter Denkmalschutz, damit auch zukünftige Generationen von diesem bezaubernden Stadtteil profitieren können.